Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee mit Sashi. Seid gegrüßt, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zum großen Halloween-Special 2023 im Zuge der Kaffee mit Sashi-Show. Das bedeutet, ich habe wieder versucht, einige abwechslungsreiche kleine Themen zusammenzutragen. Zu einem unserer Lieblingshobbys, Film und Filmsammlung. Das verbindet uns alle irgendwie mal mehr, mal weniger. Schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, ich habe versucht, das Ganze hier so ein bisschen Halloween-haft zu schmücken. Das seht ihr schon, ja. Ansonsten ist es ja so, ihr kennt ja meine Devise, Horror- und Gruselfilme schaue ich das ganze Jahr, genauso wie ich das ganze Jahr hindurch Horror-Romane lese oder auch Horror-Comics. Dafür brauche ich keinen 31. Oktober. Aber natürlich möchte ich diesen Tag auch so ein bisschen mit euch zusammen begehen. Vielleicht ist es ja auch bei euch so, dass ihr mit Halloween so gar nichts anfangen könnt. Dann eignet sich das Video heute ja gut dafür, dass ihr ein bisschen Abstand gewinnt und die Zeit anders irgendwie verbringt, ja? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr von Halloween haltet? Ist das so ein Ding, was ihr immer mitfahrt? Braucht ihr diesen Tag irgendwie, um unbedingt Horror- und Gruselfilme zu schauen? Oder geht es euch da ähnlich wie mir, dass ihr Horror- und Gruselfilme das ganze Jahr schauen könnt? Trotzdem möchte ich natürlich auch meinen Beitrag zu dem heutigen Tag irgendwie liefern und leisten. Deswegen wird es auch ein, zwei Themen geben, die das Thema Halloween ankratzen. Auf jeden Fall, Leute. Und solltet ihr dieses Video schauen nach Halloween 2023, dann ist es so, dass ihr einfach diesen Kürbis und den Kürbis da hinten außer Acht lassen könnt. Dann achtet einfach nur auf die Themen, die wir hier abgrasen. So, Leute, der erste Schluck Kaffee geht wie immer auf euch. Schön, dass ihr da seid. Kaffee mit Kürbisaroma. Neu im Handel, zu Oktober jetzt gewesen. Gewöhnungsbedürftig, aber es wird wahrscheinlich bei der einzigen Tasse auch bleiben. Aber man kann es trinken, ist ja ordentlich Koffein drin. Leute, wir fangen an mit Zuschauerpost. Ich habe nämlich ein kleines Päckchen erhalten. Ja, hier ist schon mal mein Messer, mit dem ich das öffnen werde gleich. Das Batman-Messer, das Bekannte, was viele schon kennen, die meinen Kanal regelmäßig verfolgen, war auch mal in einem Mystery-Unboxing. Und es handelt sich um dieses kleine Päckchen von meinem Zuschauer Martin. Ich glaube, sein Name hier ist Marty McFly. Und Marty McFly hat mir kürzlich auch wieder ein Paket zukommen lassen mit den Resten der Fernsehserie oder der Serie Blacklist. Ja, mit James Spader. Und die hat, glaube ich, 8 oder 9 Staffeln und er schrieb dazu, jetzt kannst du anfangen mit dem Blacklist-Marathon. Er würde mir vorschlagen, 3 bis 4 Folgen am Tag, da bleibt man gut bei der Stange. Mein lieber Marty, ich sage dir mal, anhand deines Namens ist es natürlich so, du hast eine Zeitmaschine. Du kannst praktisch 4, 5, 6 Folgen wahrscheinlich am Stück gucken und fährst dann mit der Zeitmaschine irgendwie in die Vergangenheit oder in die Zukunft und arbeitest und fährst dann wieder zum selben Zeitpunkt und guckst die nächsten 6 Folgen. Das kann ich leider nicht. Ich habe keine Zeitmaschine, auch wenn ich das passende T-Shirt dazu trage zu dem Film. Es ist tatsächlich so, dass sich das noch ein bisschen hinziehen wird, bis ich einen Serienmarathon mit Blacklist anfange. Ja, zumal ich auch eher ein Filmgucker bin und gar nicht der große Seriengucker. Also ich habe auch ein paar Serien natürlich in der Sammlung, aber lieber gucke ich immer Filme und so 3, 4 Folgen am Stück kann ich sowieso nicht ableisten, weil ich ja auch noch andere Verpflichtungen habe außerhalb dieses Raumes und weg von diesem Tisch. Also ich bin hier tatsächlich nicht angewachsen an dem Stuhl. Ich habe noch ein anderes Leben. Das hier ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Und von daher kann ich unmöglich den ganzen Tag Serien gucken und irgendwelche Serien folgen, den ganzen Tag Filme. Natürlich ist es so, dass ich fast jeden Tag einen Film gucke. Ja? Das bezieht sich dann allerdings auf die Abendstunden und eine Serie. Im Moment ist die Motivation da nicht ganz so groß. Aber ich habe sie ja jetzt. Und ich werde dich natürlich wissen lassen, sobald das losgeht damit. Ja? So, wir fangen jetzt sofort an. Wie war das? So. Wir fangen jetzt sofort an, indem ich das kleine Päckchen einmal öffne. Ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Die Axt im Walde geht wieder los hier. Ist ja heute Halloween, ne? Dann hätte ich mir vielleicht Jason an die Seite setzen sollen oder Freddy mit seinem Handschuh, der mir das mal eben aufmacht. Der ist da wahrscheinlich geschickter als ich dran. Ich weiß auch nicht immer, wo die Öffnung hier ist. Also ich muss mal gucken. So, lieber Martin, dann wollen wir mal gucken, was drin ist. Da haben wir zum einen Blacklist, ja, die komplette 5. Season. Ah ja, das ist jetzt also die Komplettierung der Serie. Könnt ihr mir auch mal unten reinschreiben, bitte, in die Kommentare, ob das eine Serie ist, die wirklich spannend ist. Martin hier, der empfiehlt mir das immer wieder. Er sagt, die macht süchtig, die Serie, ja.
Die macht süchtig und ich muss sie mir unbedingt anschauen. Ist das wirklich so? Ist das so eine Serie, die auch wirklich die Qualität bis zum Ende hält? Denn das ist mir ganz wichtig, dass die nicht irgendwo abbaut in der Mitte oder ab der vorletzten Staffel. Hat die ein gutes Ende? Ist sie zu Ende erzählt oder kommt da nochmal was nach? Das wäre sehr interessant für mich zu wissen. Greifen wir nochmal rein. Und dann haben wir da Black Panther. Lieber Martin, ich gucke sowas so gut wie nicht. Du kennst doch meine Videos, du kennst doch meinen Kanal. Es geht hauptsächlich um Klassiker und Retrofilme und diesen ganzen Kram, Black Panther, Wakanda Forever und was weiß ich nicht alles. Da habe ich null Interesse dran, wirklich. Ich meine, ich habe ja gesagt, du hast mir, glaube ich, auch zugeschickt, Wakanda Forever oder so, ne? Weiß ich nicht, ob ich dem eine Chance gebe. Der ist sogar noch original verschweißt. Ich hoffe, du hast ihn nicht extra für mich gekauft. Weil, ne, ja. Schauen wir mal. Was haben wir noch? Und dann haben wir noch Der Texaner von Clint Eastwood. Den habe ich genau in dieser Edition auch schon in der Sammlung. Ja, Martin, vielen Dank trotzdem natürlich. Denn du weißt ja, ist da noch was bei? Ein Brief oder so? Nee. Letztes Mal hat mir nämlich auch wieder ein Kommentator geschrieben, ich hätte seinen Brief übersehen und weggeschmissen. Das passiert mir auch oft. Leider. Aber da ist nichts mehr. Nee. Trotzdem vielen Dank. Es ist natürlich so, ich behalte mir das natürlich vor mit Sachen, mit denen ich nicht so viel anfangen kann, die entweder mal mein Bruderherz anzubieten oder. Vielleicht hat er das hier jetzt auch schon gesehen und kann was mit dem Texaner anfangen. Ich glaube, mit dem Black Panther kann er auch nicht so viel anfangen. Glaube ich jetzt mal nicht so. Das ist natürlich so, das muss euch bewusst sein, wenn ihr mir irgendwas zuschickt, dass das teilweise dann auch tatsächlich Filme sein können, mit denen ich nichts anfangen kann. Wie zum Beispiel diese Marvel- oder DC-Filme. Überhaupt nicht. Ich habe überhaupt kein Interesse, die Filme reinzupacken, weil ich habe so viele Filme in der Sammlung. Ja, alte Filme, die ich über die Jahre gesammelt habe, die ich immer wieder gucke. Aber ich habe auch noch einen Berg der Schande. Der ist voll mit 4, 5 Regalböden mittlerweile. Den muss ich noch weggucken. Da sind Filme bei, die habe ich schon 2 Jahre in der Sammlung irgendwie. Und da wird es auch mal wieder Zeit. Und dann gibt es ja auch noch immer so Momente, wo ich mir selber was kaufe. Und da war ich jetzt auch los. Und zwar letzten Sonntag, sprich vorgestern, hatte Bremen verkaufsoffenen Sonntag und in Bremen befindet sich ja einer meiner Lieblingsläden Secondhand für CDs, Merchandising, DVDs, Blu-Rays, Schallplatten und die hatten Aktionstage. Sprich, die hatten 20% Rabatt auf alles, was neu war im Bereich DVD, Schallplatten, CDs und die hatten 50% Rabatt auf alles, was gebraucht war. Natürlich musste ich dahin und da mir Filme aussuchen, die ich unbedingt haben wollte, habe dann da gestöbert. Ich meine, da kannst du ja auch als Filmfan oder Schallplattenfan unglaublich lange stöbern. Ich habe es gemacht, ich habe ein paar Filme mitgenommen, ich habe ein paar Schallplatten mitgenommen. Das werde ich euch jetzt mal kurz vorstellen nach dem nächsten Schluck Kürbiskaffee. Hat es da schon geklingelt? Sind da schon die kleinen Geister? Ja? Die fressen gern Kleister oder wie geht das? An der Tür? Ich glaube nicht. So. Ich habe mir Filme gekauft und den ersten Film habe ich mir gekauft, noch nie gesehen. Soll ein ganz großer Film sein irgendwie, aber zum Klassiker hat das irgendwie nie gebracht. Aber mich interessiert halt die Thematik, die wird aber wahrscheinlich wieder so aufbereitet sein, dass wieder eine Seite glorifiziert wird und die andere nicht. Ja, trotzdem interessiert mich der Film, weil er war halt damals groß und es dreht sich um Pearl Harbor. Und tatsächlich interessiere ich mich sehr für die Thematik. Ich interessiere mich sehr dafür, wie das hier inszeniert wurde. Wie gesagt, ich habe den Film noch nie gesehen. Ja, mit Ben Affleck. Jerry Bruckheimer. Gucken wir mal. Tatsächlich ist es so, Armageddon habe ich irgendwann abgestoßen, den Film mit diesem Meteoriten und Bruce Willis, weil ich weiß noch, den habe ich im Cinemax gesehen, damals in Hamburg, wo die 1000 Zuschauer reingehen irgendwie, der größte Saal, Saal 1. Und ich habe irgendwann nach der Hälfte des Films gedacht, meine Güte, ist das unruhig. Mit dieser Wackelkamera permanent da in dieser Raumstation, nachher auf dem Asteroiden, du kannst dem gar nicht folgen, weil das so wirr irgendwie gefilmt ist. Irgendwie, das war wohl schon die Vorstufe zu diesem Found-Footage-Mist oder auch zu diesen ganzen Filmen, wo die Wackelkamera permanent in Gange ist oder schnelle Schnitt wie bei Taken irgendwie oder James Bond, ein Quantum Trost. Ganz furchtbar, das sind so Filme, die kann ich mir nicht mehr anschauen. Und Armageddon gehörte dazu, den hatte ich kurze Zeit auf DVD, habe ihn dann geschaut, weil ich dachte, das ist nur ein Phänomen im Kino und war nach der Sichtung des Films zu Hause genauso genervt davon, von diesem permanenten Gewackel der Kamera da, wenn da irgendwas ist, dass du gar nicht mehr richtig registrierst, wer macht da jetzt eigentlich was von den Darstellern. Von daher, ich hoffe nicht, dass das hier auch so ist.
Ben Affleck haben wir dabei. Jetzt habe ich wieder meine Brille nicht dabei. Ja. Josh Hartnett, Kate Beckinsale. Ja, klar. Und das ist eine Zwei-Disc-Edition. Und Werbung für die PlayStation 2. Die hat ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. So, da haben wir scheinbar den Film. Und da haben wir dann das Bonusmaterial. Schön bedruckt. Tolle Edition, gefällt mir gut. Jetzt muss mir nur noch der Film zusagen. Ja, Pearl Harbor, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber wahrscheinlich wird das auch wieder so in dem Ding sein, irgendwie vieles wird glorifiziert, was vielleicht gar nicht so glorreich war oder es wird sehr einseitig beleuchtet. Bin ich gespannt drauf, ob mir das gefällt, ist nicht immer schlecht. So, und jetzt kommen wir zu einem Film, den ich mitgenommen habe, weil ich so etwas liebe. Über Leben in der Wildnis oder alleine irgendwo. Und das müsste sowas sein. Der Film ist unglaublich gehypt worden damals. Und zwar Leonardo DiCaprio in The Revenant. Auch der Film wurde mir schon mehrfach empfohlen. Ich habe ihn jetzt dieses Mal mitgenommen und bin sehr, sehr gespannt darauf, wie der ist. So sieht die ganze Rückseite aus hier. Bin sehr gespannt, wie der ist. Ich hoffe nicht, dass er so in der Art gefilmt ist wie The Grey, also wo es um Wölfe geht, die Liam Neeson in diesem Eis da irgendwie attackieren und umzingeln ihn mit seiner Crew da zusammen. Denn das war so schlecht erzählt für mich, The Grey. Der Film wurde so gehypt auch irgendwie, wurde mir auch wieder empfohlen. Ich ihn damals gekauft, auch Secondhand, habe ihn mir angeguckt und gesagt, ach du lieber Himmel. Ist das schlecht, die Wölfe so schlecht CGI-mäßig, die Spannung wird nicht richtig aufgebaut, irgendwie die Figuren waren mir vollkommen egal, bis auf Liam Neeson, aber der wird auch nie richtig entwickelt. Also ich hoffe, The Revenant, der Rückkehrer, schlägt da eine andere Richtung ein. Sag mal, dieses Rote hier drauf, ist das, sind das Kratzer oder was ist das hier auf dem Cover? Oder gehört das so? Was soll das sein hier? Ich nehme das mal eben raus, warte mal. Das können ja keine Kratzer sein, oder? Es scheint so zu gehören. Weiß ich nicht, was ist denn das? Lametta oder was? War schon Weihnachten? Was ist das? Blitze? Keine Ahnung. Und hier haben wir die bedruckte DVD. Leonardo DiCaprio, der so ganz anders aussieht als in Titanic. Da bin ich sehr gespannt. Basiert wohl auf einer wahren Begebenheit. Entschuldigung, ich muss erstmal jetzt Kürbiskoffein nehmen. So, The Revenant. Bin ich sehr gespannt drauf. Wirklich. Soll ja eine tolle Show sein von Leonardo. Ein Mann, der unglaublich gewachsen ist bei mir, in meinem Ansehen. Habe ich auch schon öfter gesagt. Damals dachte ich bei Titanic, das ist so ein One-Hit-Wonder, so eine Eintagsfliege, der dann irgendwann weg ist, ein Schönling, der nicht viel kann. Der Mann hat sich ordentlich gemausert und den sehe ich mittlerweile richtig gern. Leonardo DiCaprio. So, und weil ich noch nicht genug habe von Männern, die allein sich irgendwo durchkämpfen müssen, habe ich mir auch einen Film wieder mitgenommen in diesem Second-Hand-Laden zum halben Preis bei gebrauchten DVDs. Ihr könnt euch ausrechnen, dass das fast nichts war, was ich da bezahlt habe. Ja, weil ich auf sowas stehe und diesen Film früher mal in der Sammlung hatte, aber erst bei einem Umzug weggekommen. Ihr kennt meine Geschichten mit meinen Umzügen, wo ich Filme in Kartons gepackt habe und von, sagen wir mal, 8 Kartons haben es nur 7 oder 6 überlebt. Oder ich weiß nicht, wo ich es hinsortiert habe. Keine Ahnung. Vielleicht stehen die nur irgendwo im Keller in einer alten Wohnung, wo ich früher gewohnt habe. Keine Ahnung. Der Film war auf jeden Fall dabei. Ich hatte ihn mal in der Sammlung. Ich habe ihn jetzt wieder mitgenommen. Vorgestern dann am verkaufsoffenen Sonntag in Bremen, in meinem Lieblingsladen. Ja, jeder, der hier aufmerksam zuschaut, weiß, wo ich da immer hingehe. Tom Hanks in einem Film von Robert Zemeckis, Castaway, verschollen. Mit diesem Cover tatsächlich hatte ich den Film damals in einem anderen Cover und zwar nur mit Tom Hanks Augen oben auf so einem weißen Cover, wo noch so ein bisschen von der Insel, glaube ich, zu sehen ist, aber nicht dieses, wo er hier so steht. Und ich fand das immer klasse, was für eine Show Tom Hanks hier in diesem Film abliefert, als Gestrandeter auf einer einsamen Insel, wie er sich da durchlaviert, wie er überlebt, wie er sich freut, wenn er zum ersten Mal Feuer gemacht hat, wie ein Football, glaube ich, sein bester Freund auf dieser Insel wird und wie er sich einer Wurzel-OP unterzieht mit Hilfe eines Schlittschuhs. Also Hammer, Hammer, ich liebe diesen Film. Castaway.
Das war früher so ein Film, als ich den das erste Mal hatte. Das war so ein typischer Film, den ich immer um die Weihnachtszeit rumgeguckt habe. Keine Ahnung warum. Ist ja kein typischer Weihnachtsfilm irgendwie. Es schneit nicht großartig. Wir sind auf irgend so einer karibischen Insel. Und trotzdem war das so ein Ding, dass Weihnachten so ein paar Jahre in Folge immer wieder in den Player kam. Und da ist die bedruckte DVD. Da freue ich mich richtig drauf. Und jetzt stelle ich es mal zur Abstimmung in den Kommentaren für euch. Was ist denn euer Favorit? The Revenant? Leonardo DiCaprio in irgendwelchen eisigen Weiten und Wäldern? Oder Tom Hanks, Castaway auf einer einsamen Insel, wo es warm ist? Was ist euer Favorit? Jetzt abstimmen in den Kommentaren, Leute. So, und dann habe ich mir noch einen Film mitgenommen, den fand ich ganz witzig damals. Den habe ich im Fernsehen damals gesehen. Jahre her, ist Jahre her. Und der ist mit einem meiner Lieblings-Sitcom-Darsteller, nämlich mit Kevin James, der den King of Queens gespielt hat. Und zwar Chuck and Larry mit Adam Sandler zusammen. Tatsächlich ist es so, Adam Sandler kann ich alleine fast nicht ertragen in Filmen. Es ist einfach so. Also die Filme sind mir einfach zu dusselig, also zu einfach teilweise. Es gibt ja auch diese Filme, ich glaube auch mit beiden zusammen und noch anderen Kindsköpfe oder so. Da habe ich mal Ausschnitte gesehen, mein lieber Scholli. Also wer dafür Geld bezahlt, um die zu gucken, ich weiß auch nicht, der braucht ein bisschen mehr Kaffee am Morgen, glaube ich. Aber dieser Film hier, der hat mich echt gut unterhalten, wo die beiden irgendwie heiraten müssen zum Scheiden, ja, und ein schwules Pärchen mimen müssen und Kevin James sich, glaube ich, in dem Moment irgendwie gerade in eine Frau verliebt und so und dann kommt es zu Irrungen, Wirrungen. Das war wirklich witzig, also konnte ich ganz gut drüber lachen. Und es ist einfach so Kevin James, ne? Der funktioniert für mich fast nur in King of Queens. Der funktioniert für mich fast gar nicht in Filmen. In ganz wenig Filmen funktioniert er für mich. Und ich glaube, es liegt daran, dass Kevin James alleine Probleme hat, etwas darzustellen. Kevin James braucht immer einen Sidekick. Kevin James braucht immer Leute, die ihm die Bälle zuwerfen. So von der Kommunikation her, vom Drehbuch her. Und ein gutes Drehbuch natürlich. King of Queens hatte das alles. Die hatten super Drehbücher, die hatten super Sprüche dabei. Und die hatten natürlich mit Arthur, seinen Schwiegervater dabei und Carrie, seine Frau und seine Kumpels da. Spence und Deacon und sein Cousin Danny. Ja, das war ja alles so, was damit reinspielt. Es war nicht nur Kevin James. Und genauso ist es zum Beispiel bei Hitch, der Date-Doktor. Kevin James alleine, zusammen mit Will Smith, ja. Und dann gibt es aber auch diese ganzen anderen Filme, Der Zuwärter, Das Schwergewicht, Der Kaufhauskopf, wo Kevin James mich niemals überzeugt. Wo er mich niemals überzeugt und allenfalls mittelmäßige Komödien abliefert, die man so gucken kann, aber wo man auch hinterher sagt, die bleiben nicht lange im Gedächtnis. Das ist hier anders. Also Chuck und Larry wie Feuer und Flamme. Chuck hat endlich die perfekte Frau gefunden. Zu blöd, dass er gerade jetzt versprochen hat, seinen besten Freund zu heiraten. Also der ist mir schon im Gedächtnis geblieben und den finde ich, glaube ich, auch recht gut. Wird man jetzt sehen beim Rewatch, die bedruckte DVD. So, das waren praktisch die vier Filme, die ich da mitgenommen habe, fast geschenkt. Und dann gab es natürlich noch ein paar Schallplatten, die werde ich euch nur kurz in die Kamera halten, weil ihr vermutlich auch mit den meisten gar nichts anfangen könnt. Mein Kürbis spielt verrückt. Der hat wahrscheinlich schon gehört, dass Michael Myers durch die dunklen Straßen draußen tigert mit seinem Messer in dem ewig gleichen stoischen Gang. Die erste Schallplatte, die ich mitgenommen habe, zum halben Preis wohlgemerkt, gebraucht, ist ein wahres, weiß, eine Rarität. Ja, das ist der Soundtrack, der Film-Soundtrack zu einem Film. Der 80er Jahre, so 84, habe ich auch in meiner Sammlung, habe ich mal ein Video drüber gemacht. Söldnerfilme mit deutschen Synchronstars in den Hauptrollen. Ja, wo so Dinger drin sind, die, da spielt dann Thomas Danneberg mit, der hier Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger synchronisiert hat und Terence Hill, Dan Aykroyd, John Travolta und hunderte mehr. Da spielt auch Manfred Lehmann mit, die deutsche Stimme zum Beispiel von Bruce Willis. Da spielt mit ein Nils Klausnitzer. Also spielen so viele Leute mit in diesen Söldnerfilm. Und das war damals der erste und der heißt Geheimcode Wildgänse mit Klaus Kinski unter anderem auch. Und der Soundtrack ist ultra schwer zu finden. Das war ein absolutes Glück, dass das Ding da rumstand. So sieht das Ganze aus, die Schallplatte. Eloy hat das gespielt. Es war sogar noch so ein Zettel draufgeklebt. Eloy. Ja gut, okay, für mich zählt die Musik, ich hatte das drin, unglaublich stimmungsvoll,
Auf der Rückseite sehen wir noch diverse Szenenbilder des Films. Und der Film ist wirklich die Granate. Das ist wirklich so ein Söldnerfilm. Putzig inszeniert, hanebüchene Tricks dabei. Absolut unterhaltsam für Trash-Fans. Diese Filme, diese Söldnerfilme aus dieser Zeit. Das ist der erste gewesen, Geheimcode Wildgänse. Dann gibt es noch Kommando Leopard. Dann gibt es noch Der Commander. Und ich glaube, Die Rückkehr der Wildgänse. Irgendwie so. Hammer. Tolle Scheibe, habe ich schon reingehört. Super. Dann gab es noch ein Album von Black and Blue. Classic Rock. So eine Band, die Anfang der 80er Jahre ein paar Alben gemacht hat, aber ja, nicht groß was geworden ist irgendwie. Tatsächlich habe ich meine Tochter gefragt, welchen von denen findest du am besten, woraufhin sie zu mir sagte, wieso, oh, das sind doch fünf Frauen. Okay, Black and Blue, bester Classic Rock, gefällt mir auch sehr. Dann habe ich da noch was, auch aus der Classic Rock Abteilung, und zwar Johnny Van Bondront, warte, ich guck mal eben, Johnny Van Zandt, Van Zandt, keine Ahnung, für mich wichtig ist die Musik, das geile Cover hat mich angesprochen, der Classic Rock da drauf ist sehr melodiös, ganz tolle Gitarrensoli dabei, Hammer, gefällt mir auch sehr gut. Dann gibt es noch, ebenfalls aus dem Bereich Classic Rock, ist ja so mein Ding. Ich kaufe ja auch ganz viel Jazzplatten und Bluesplatten, Blues-Rock-Platten, Soundtracks natürlich sowieso immer, aber auch Classic Rock. Ganz viel mit diesen melodiösen, mit den Gitarren-Soli, mit Bass, mit Schlagzeug, so ganz klasse, tolle Stimmen dabei, tolle Melodien, eine tolle Bridge, ein toller Refrain. Liebe ich einfach. Und hier haben wir Three Times Running von Bodin. Bodin. Und ihr seht, das Ding hat 5 Euro gekostet. Und zum halben Preis sind das 2,50 für die Scheibe. Ja. Dann gibt es noch, das habe ich übrigens mitgenommen, dieses Album auch wieder Classic Rock Bereich, nur wegen des Covers. Ich bin, dafür eignen sich Schallplatten so gut, Secondhand. Ich meine, 2,50 Euro, die hat jetzt 6 gekostet, halber Preis 3 Euro für eine Langspielplatte. Ja, und ich habe schon so viel Perlen entdeckt dadurch, durch dieses Stöbern bei alten Schallplatten, ja. Perlen, neue Musikrichtungen entdeckt, auch mal was anderes irgendwie, so südamerikanisch oder afrikanische Klänge oder asiatische. Wahnsinn, was es da alles zu entdecken gibt. Diese Scheibe habe ich mitgenommen aufgrund des Covers The Hunter. Sehr geil. Sehr, sehr geiles Cover. Schnell abgefrühstückt hier. Dann habe ich noch ein Album mitgenommen von Point Blank, On a Roll. Auch super Classic Rock, gefällt mir auch richtig gut. Also es sind so sehr, sehr ähnliche Bands mit ähnlicher Musik. Ich mag das einfach gern. Dann habe ich noch was Angejazztes mit Gitarre, das ist instrumental. Lowride. Wie heißt der? Earl Klug. Der macht ein bisschen einen auf dicke Hose mit einer Wandergitarre vor irgendwie, was weiß ich, was ist das, ein Ferrari? Okay, gut, klasse. Was soll man dazu noch sagen, ne? Und dann gibt es noch was Jazziges von Michael Franks. Michael Franks, der so ein bisschen aussieht, was weiß ich, wie ein Bankier, der dir den nächsten Kredit aufschwatzen will. Trotzdem macht er sehr, sehr schöne, ruhige Musik, die man mal so im Hintergrund laufen lassen kann. So, das waren die Schallplatten. Ich will euch damit auch gar nicht länger belästigen. Die meisten von euch haben eh kein Interesse an Schallplatten. Aber ich wollte sie euch mal vorstellen, weil ich halt in diesem Second-Hand-Laden war. So, und da wir ja nun Halloween haben, müssen wir natürlich auch über die Serie Halloween reden. Viele von euch kennen meine Meinung zur Serie Halloween. Habe ich hier schon oft kundgetan. Viele sagen dann immer, kann ja gar nicht sein und ich renne in jeden neuen Halloween-Film rein. Ja, kann gar nicht sein, was du da für eine Meinung hast. Ja, es ist so, deswegen ist ja das Thema Hobby, das Thema, nicht Hobby, sondern Filme und Filmsammlung so unglaublich interessant, weil es 1000 verschiedene Meinungen zu allem und jedem gibt. Man kann unglaublich viel in den Austausch gehen und dies und das und jenes, ja. Und das andere, die anderen Meinungen einfach so akzeptieren, wie sie sind. Man muss sie nicht immer verstehen, aber akzeptieren muss man sie halt. Und ich, bei mir ist es halt so, mit der Halloween-Reihe ist es relativ schnell bei mir zu Ende gegangen irgendwann mit den Filmen. Ich besitze tatsächlich in meiner Sammlung nur Halloween 1, also das Original von John Carpenter von 1978 bis Halloween 6. Und das auch nur mit einem riesigen Zähneknirschen bis Halloween 6. Denn tatsächlich ist es so, dass man gut nach diesem Teil hier hätte Schluss machen können. Dem ersten. Ganz einfach, Halloween. Ist natürlich ein Meisterwerk, ist ein Klassiker, oder? Wir müssen jetzt mal kurz über diese Serie reden. Warum habe ich denn jetzt diese Teile 1 bis 6 in meiner Sammlung behalten? Und
den ganzen anderen Kram nicht mehr, ja, weil das ja eigentlich eine Zeitlinie war von Teil 1 bis 6 und dann war eigentlich Schluss. Zum Rest kommen wir gleich. Halloween Teil 1 ist für mich natürlich ein absoluter Klassiker. Der besticht natürlich nicht aus die großen Slasher-Momenten, wo irgendwelche Leute aufgeschlitzt werden oder Ärmel, Beine werden abgeschlagen, Köpfe, gar nichts. Das ist sehr, sehr subtil hier. Der Film lebt unglaublich durch seine düstere Atmosphäre, durch das Unheimliche, dieses Michael Myers-Ding. Der tatsächlich in dem Film für mich noch echt bedrohlich ist, mit dieser Maske, wenn wir dann da selber durch diese Löcher gucken oder wir hören ihn irgendwie, wenn er jemanden erwürgt und dann hörst du ihn immer so. Das wurde dann ja in späteren Filmen auch völlig fallen gelassen irgendwie. Daran hat man ja noch gemerkt, er ist ein Mensch, er ist kein Dämon oder sonst was. An diesem Atmen und diesem, wenn er so, ne, so gemacht hat. Er redet ja nicht viel. Ein toller Film, ja, über einen für uns ungreifbaren Serienkiller Michael Myers, der als kleines Kind seine Schwester umbringt, dann eingewiesen wird, irgendwann dann flieht später nach Haddonfield und wieder das Morden beginnt von vornherein und für uns das unbegreiflich bleibt. Auf seiner Spur ist immer wieder sein Psychiater Loomis, gespielt von Donald Pleasence, der ihn dann am Ende erschießt. Loomis guckt dann den Balkon runter und Michael Myers ist weg. Und damit wird das Unbegreifliche noch viel unbegreiflicher. Also für mich wirklich ein toller Film, Halloween Teil 1. Viele können damit gar nichts mehr anfangen. Natürlich logisch ist der heutigen Zeit geschuldet. Irgendwie, wir sind es nur noch gewohnt, schnelle Schnitte zu sehen, permanent Blutspritzen, irgendwelche Hanebüchenen, Drehbuchwendungen, damit wir überhaupt noch bei der Stange bleiben. Keiner ist irgendwie noch in der Lage, so einem ruhig erzählten Film, der wirklich eine tolle, super Atmosphäre aufbaut, zu folgen. Viele wollen es auch gar nicht. Kann ich nichts gegen machen. Für mich ist das hier ein wirklich grandioser Gruseler. Das ist für mich noch nicht mal ein Slasher oder ein Horrorfilm. Das ist für mich ein Gruselfilm. Wirklich ein Gruselfilm mit ein paar Gewaltspitzen. Es sind ja nur ganz wenig Blutspritzer zu sehen, wenn überhaupt irgendwie, ne? Auf der Rückseite sehen wir dann auch Michael Myers und ich finde, er sieht in diesem Film tatsächlich auch am unheimlichsten aus mit dieser Maske. Wo man ja immer wieder sagt, das ist ein Abbild von William Shatner, der den Kirk gespielt hat. Ja, und hier begann es natürlich auch die große Karriere von Jamie Lee Curtis, die bis heute Laurie Strode spielt. Da haben wir die bedruckte DVD tatsächlich mit dem Original-Kinoplakat, mit dem Kürbis und dieser Hand mit dem Messer. Hammer. Halloween Teil 1. Es ging dann natürlich weiter. Man muss die Kuh melken, solange sie Milch gibt. Und das war in dem Falle so. Was so viel bedeutet, Halloween 2 folgte dann irgendwann. Halloween 2 folgte dann irgendwann. 1981, glaube ich, und natürlich musste man, weil es ja dann auch schon Freitag der 13. gab und wesentlich mehr Horror- und Slasher-Filme, musste man jetzt mehr Blut einbauen. Also die Subtilität eines ersten Teils ist hier komplett flöten gegangen. Hier sehen wir, wie irgendwelche Spritzen in Schläfen und Augen gerammt werden, wie irgendwelche Skalpelle in den Körper eindringen, wie irgendwelche Leute die Gesichter von denen gekocht werden in irgendwelchen Badesubas. Ein Badesubas muss man sich auch mal vorstellen in dem Film, der hochgeheizt werden kann, irgendwie auf 80, 90 Grad. Ich meine, wer nimmt denn da ein Bad? Ja, ich meine, das wäre ja bei uns schon aus reinster Sicherheitsvorkehrung gar nicht möglich. In welchem Whirlpool kannst du denn die Temperatur auf kochend einstellen? Ja gut, hier kannst du es. Michael Myers lebt. Er hat nur eine blutige Hand und klaut sich dann ein Messer, um weiter zu morden. Es wird auch nicht weiter erklärt. Er mordet einfach weiter. Das ist ja das Unbegreifliche. Am Ende fliegt er dann zusammen mit seinem Psychiater komplett in die Luft im Krankenhaus. Nur Laurie Strode überlebt irgendwie im Krankenwagen, aber Michael Myers rennt noch ein paar Augenblicke rum als lebende Fackel und Dr. Loomis wird gar nicht mehr gesehen. Und damit hätte es spätestens zu Ende sein können. Ich habe das Ding tatsächlich vor kurzem nochmal geguckt. Ich weiß noch, als Jugendlicher fand ich den ziemlich spannend. Aber ich muss sagen, mittlerweile ist da so viel Leerlauf in diesem Film. Meine Fresse nochmal, was da für Figuren erzählt werden im Krankenhaus, die einen feuchten Kehricht erzählt. Irgendwie interessieren. Ja, die werden da erzählt und aufgebaut. Irgendwie der Krankentransportfahrer, irgendeine Krankenschwester, die ab und zu mal reinschneit. Ja, wofür? Ja, nur für Futter, damit Michael auch was zu tun hat im Krankenhaus. Das ist ja die Nachtschicht, da ist ja nicht viel los. Also der Film hat unglaublich viel Leerlauf. Bis Michael Myers da mal zu sehen ist. Und es ist ja auch so, dann taucht er auf irgendeiner Überwachungskamera auf. Wir sehen das zwar, dass er da über den Fernseher läuft, aber der Wachmann sieht es nicht, weil er wieder, was weiß ich, da am Chips fressen ist. Keine Ahnung. Also auch so viele Dusseligkeiten sind in dem Film drin.
Ja, Teil 2. Kann man auch noch gucken. Michael Myers war dann endlich tot und dann kamen die Produzenten auf die glorreiche Idee, wir machen jetzt mal was ganz anderes. Michael Myers ist ja raus. Wir bringen jetzt jedes Jahr zu Halloween einen neuen Film in die Kinos mit dem Thema Halloween. Und darum ging es dann in Teil 3, tatsächlich mein Favorit dieser 6 Teile, Halloween 1 bis 6. Michael Myers spielt hier nicht mehr mit. Hier geht es um irgendeine Firma, die irgendwelche Masken herstellt, wo irgend so ein Chip drin implantiert ist. Und wenn Leute sich diese Masken irgendwie aufsetzen, dann zerfetzen die und so zu Glibber die Köpfe und und. Es gibt ein paar nette Effekte, aber der Film besticht vor allem aus seiner wirklich skurrilen und düsteren Atmosphäre. Nur der Soundtrack nervt hin und wieder ein bisschen. Dieses Lied da mit dem. Ja, ihr wisst schon, welches Lied das ist, das auch in der Endszene dann gespielt wird. Natürlich versuchen hier einige Leute, das zu verhindern, dass diese Masken irgendwie getragen werden, denn am Halloween-Tag selber, wenn die Kinder vor den Fernsehern sitzen, dann soll es irgend so ein Signal geben, dass die Kinder alle ihre Masken aufsetzen und dann. Wackelpudding, ja. Also für mich wirklich der Beste, weil er so kreativ ist und weil er einen anderen Weg geht als Michael Myers, ja. Der gefällt mir wirklich gut. Muss ich wirklich sagen. Er gefällt mir wirklich gut. Ich gucke mal eben. Ich glaube auch Teil 2 hat den Wendecover an Bord. Ja, da sieht er ein bisschen anders aus. Der Kürbis. Und da ist es der, ne? Halloween 2. Und Halloween 3 hat auch ein Wendecover an Bord. Das ist einmal der, und das ist wie gesagt mein Favorit. Der hatte dann zum Beispiel auf der anderen Seite dieses hier. Halloween 3. Und da sagte ich letztes Mal schon irgendwie, erinnert mich eher an so einen Science-Fiction-Film anstelle irgendwie eines Horrorgruselers. Also der Film. Keine Ahnung, warum der so viel Hate kriegt, auch bis heute. Warum so viele Leute sagen, Halloween 3 ist der schlechteste Halloween-Film. Nein, für mich der beste. Der beste. Ja, gut. Das sahen 95% der Fans anders, mindestens. Die haben dann nämlich gesagt, wir wollen Michael Myers wieder, weil der ist ja so ikonisch. Wirklich. Butter bei die Fische, ein Mann, der nie was sagt, der keinen Charakter hat und eine weiße Maske trägt mit einem Messer und Leute absticht, ist kreativ, ist eine Ikone, wirklich. Okay. Leute, wir reden heute auch nur drüber, weil Halloween ist, ja? Und dann gibt es gleich noch meine abschließenden Worte zu der Serie. Gut, die Fans waren jetzt vollkommen aufgebracht. Was soll das? Wo ist Michael Myers? Wo ist mein Held, von dem ich den Bravo-Starschnitt irgendwie an der Tür hängen habe? Ich möchte gerne Michael Myers wieder. Und die Produzenten waren dem hörig, weil, wie ich bereits sagte, eine Kuh, die ordentlich Milch gibt, die will man natürlich melken, damit man diese Milch verkaufen kann. Und es folgte Halloween 4. Die Rückkehr des Michael Myers im Untertitel, damit auch jeder weiß, Michael Myers kehrt zurück. Yippie! Wir feiern eine Party. Michael Myers kehrt zurück, wie geht das denn jetzt? Naja, vor allen Dingen, es geht, wenn man bedenkt, dass das halt ein typischer Horrorfilm ist, der sämtliche Logiken über Bord wirft, die es gibt im Leben, sämtliche Realitäten missachtet. Ja, Michael Myers hat überlebt. Der ist zwar da rumgerannt wie eine lebende Fackel, ist komplett ausgebrannt. Hier ist es jetzt so, dass er in so einem Sanatorium, in so einem Hochsicherheitstrakt am Anfang liegt und nur die Hand ist so ein bisschen verbrannt. Er ist einbalsamiert wie eine Mumie. Ich frage mich, wie hat der überlebt die ganzen Jahre? Wer hat ihn gefüttert? Musste der nicht mal groß und klein machen? Keine Ahnung, es wird alles nicht erklärt. Auch Dr. Loomis hat überlebt. Donald Pleasence, der stand im Raum, keine 3 Meter von Michael Myers entfernt und hat das ganze Krankenhaus in die Luft gesprengt und hat hier nur so ein paar Brandblasen. Ein paar Brandblasen. Wenn du 5 Minuten zu lange in der Sonne bist, schält sich dir die Haut ab und du hast einen Sonnenbrand 3. Grades und es wird darüber überlegt, ob man es nochmal hinkriegt mit einer Hauttransplantation. Die beiden sind komplett in einem Krankenhaus in die Luft geflogen. Nicht nur ins Feuer geraten, sondern in die Luft geflogen. Beide leben noch mit ein paar Brandblasen. Egal, was für Ungereimtheiten. Und jetzt ist es so, Michael Myers wird jetzt wieder rege, weil er merkt, er hat eine Nichte. Jamie. Gespielt von Danielle Harris? Jawohl, Danielle Harris. So. Eine Nichte, die Tochter von Laurie Strode. Und jetzt gibt es natürlich den Kampf bestimmt, ne? Michael Myers gegen Laurie Strode, weil in Teil 2 hat sich herausgestellt, die sind Geschwister.
Was für bescheuerter Drehbuchreinfall, ey. Das hat man natürlich nur gemacht, um ein bisschen mehr Dramatik reinzukriegen, ein bisschen mehr Tiefgründigkeit. Außerdem hat man es gesehen bei Das Imperium schlägt zurück mit Luke Skywalker, Darth Vader. Also hat man es übernommen für Halloween. Irgendwie, wir müssen jetzt ein bisschen Familie mit reinbringen. So, Laurie Strode lebt einfach nicht mehr. Die ist tot. Jamie Lee Curtis, eine der ikonischen Figuren, einfach so rausgenommen. Scheiß drauf, ja. Wir haben jetzt hier ultra langweilige Charaktere und das Ganze spielt dann oft in so einem Haus, wo Michael Myers dann schon drin ist, weil er will ja unbedingt seine Nichte, die verschanzen sich in so einem Haus. Praktisch, die Nichte, die wächst da jetzt auf bei irgendwelchen Pflegeeltern und einer Pflegeschwester und keine Ahnung. Und obwohl man weiß, dass Michael Myers hinter der her ist, irgendwie lässt man sie dann doch zu Halloween irgendwo rumlaufen. Dann verschanzen die sich in einem Haus. Michael Myers ist dann in dem Haus schon drin, obwohl alle denken, er kriecht noch draußen rum in Haddonfield. Und er ist da drin und es vergeht eine halbe Stunde und er wird nicht tätig. Er ist nicht mal zu sehen. Und auch hier sagen viele, der Film hat seine Momente. Der Film ist an einigen Stellen wirklich spannend. Ja, wo denn? Also für mich zählt dieser Film aufgrund seiner Nostalgie. Das war eine der ersten VHS-Videokassetten, die ich damals hatte als Jugendlicher. Deswegen ist das für mich so ein Ding, was auf jeden Fall mit in die Sammlung gehört. Halloween Teil 4. Die Rückkehr des Michael Myers. Aber ansonsten ist es wirklich schwach. Ein ganz, ganz schwacher Film. Ja, da passiert nicht viel, ja. Früher gab es das Ding ja mal geschnitten in der 16er Fassung. Das ist jetzt runtergestuft auf 16. Das ist die Originalfassung. Es sind auch die ganzen Szenen wieder drin, aber die hätte man tatsächlich auch draußen lassen können. Es wäre auch nicht mehr passiert oder weniger als vorher. Gar nichts. Ja, der Film hat einfach auch wieder wie Teil 2 so unglaublich viel Leerlauf. Gerade in diesem Haus da, wenn die da eingeschlossen sind, wo ich mich dann immer frage, was ist denn jetzt mit Michael Myers? Schläft der jetzt im Keller oder hat, was, weiß ich nicht, was fehlt ihm? Warum, seine Nichte liegt ein Stockwerk über ihm, warum geht er denn da jetzt nicht hin und es kommt ein Kampf? Ja, weil man anderthalb Stunden füllen muss. Mit unglaublich vielen Füllszenen und unglaublich nervigen und austauschbaren Charakteren. Wirklich, das ist unglaublich. Halloween 4. Wobei man sagen muss, Danielle Harris als Jamie, die macht ihre Sache wirklich gut. Ja, die macht ihre Sache wirklich gut. Auch hier wieder das Wendecover. Das war nämlich früher bei uns das Originalmotiv der Videokassette. Auch hier drüben sowas bei mir drin. Mir gefällt jedoch das hier viel besser mit Jamie. Und dahinter Michael Myers. So, und am Ende ist es so, dass Michael Myers erschossen wird von der Polizei. In einem Schacht landet, irgendwo im Wald. In so einem Brunnenschacht, keine Ahnung. Und Jamie, das kleine Mädchen, greift, ähnlich wie ihr Onkel, Michael, zum Messer und sticht mit einer Schere auf ihre Mutter ein. Und dann ist Schluss. Und das Ganze hat so viel Potenzial, richtig interessant fortgeführt zu werden. Und zwar in Halloween 5, die Rache des Michael Myers. Ja, was denn für ein Potenzial? Und vor allen Dingen Michael Myers, der ist doch eben durchsiebt worden von 3 Millionen Schüssen der Polizei und in so einen Brunnenschacht reingefallen. Also das ist die dämlichste Polizei übrigens, die ich jemals gesehen habe in irgendeinem Film. Und die Fans nehmen das auch noch ab. Die sagen nicht, was ist das für ein bescheuertes Drehbuch oder hinterfragen das. Ich meine, der wird durchsiebt und fällt in so einen Brunnen oder so eine Mine da rein. Und die Polizei guckt nicht mal nach, ob der tot ist. Gar nichts, die fahren weg. Ja, weil Mama wartet ja mit dem Essen zu Hause und gibt gleich das nächste Footballspiel. Ja, und was macht Michael Myers? Das sehen wir aber erst hier am Anfang von dem 5. Teil. Für mich eine absolute Gurke. Wirklich so ein Schnarchfilm. Halloween 5. Hammer, hammer. Ihr seht schon, Halloween ist für mich wirklich gruselig, was die Serie angeht, die diesem Feiertag irgendwie entsprungen ist. Das ist wirklich gruselig für mich, diese Serie. Trotzdem habe ich sie komplett halber in der Sammlung, weil es Tage gibt, da will ich mich so richtig schön aufregen. Da will ich mich richtig schön hochziehen an so dümmlichen Drehbüchern und an dummen Charakteren und an unglaublich zähfließender Handlung. Ja, es gibt solche Tage. Es gibt es wirklich. Also wir sehen jetzt Michael Myers, der ist am Ende von Teil 4, was wir in Teil 4 nicht gesehen haben, kriegt er jetzt hier aus dieser Mine raus in irgendeinen Fluss, wird von irgendeinem Penner, der im Wald lebt, aufgelesen und gepflegt ein Jahr lang. Auch hier frage ich mich wieder, was gibt der Michael Myers ein Jahr lang zu essen? Muss der nie auf Klo? Wie läuft das alles? Und warum in allen Teufelsnamen pflegt dieser Obdachlose in dieser Hütte Michael Myers? Oder lässt ihn da liegen auf dem Tisch? Warum? Wo ist der Sinn? Wo ist die Intention? Ich verstehe es nicht.
Und dann folgen 1,5 Stunden absolute Langeweile. Meine Fresse nochmal. Da passiert überhaupt nichts. Ja, Jamies Ziehschwester Rachel, die wird irgendwie umgebracht. Es werden eine Menge Leute immer mal wieder irgendwo umgebracht. Einige sogar offscreen. Die Kills sind ultra kurz. Das ist auch nichts Besonderes. Dann gibt es eine Halloween-Party auf irgendeiner Farm. Und da schleicht auch so ein Pärchen irgendwie rum. Und die spielen dann mit Katzen. Mit kleinen Kätzchen. Die wollen sich eigentlich vergnügen und Beischlaf praktizieren in der Scheune, finden dann Kätzchen und dann hören sie immer wieder was knarren und was poltern und Michael Myers kommt einfach nicht zu Potte. Der Film hat noch viel mehr Leerlauf, Leute, als Teil 4. Da passiert nichts. Da kann ich mir 1 Liter Kaffee kochen in der Zwischenzeit, weil es ist immer noch nichts passiert. Es ist immer noch nichts passiert, wo ich sagen muss, jetzt habe ich von der Handlung irgendwas verpasst. Ja, was ich hätte sehen müssen, damit ich am Ball bleibe. Gar nichts. Ich kann ruhig weggehen. Wie kann man solche Drehbücher schreiben zu Horror-Ikonen, zu großen Franchises, berühmten Franchises, so schlechte, langweilige Drehbücher mit schlechten Charakteren besetzen? Und woher in allen Teufelsnamen, kann ich nur noch mal wieder sagen, kommen die ganzen Fans dafür her? Stehen die da drauf? Ist das irgendwie, weiß ich nicht, so eine masochistische Ader, dass man sagt, gib mir noch mehr langweilige Filme, ich stehe drauf. Ja, ich habe sie auch in der Sammlung, natürlich, weil das, wie gesagt, auch teilweise mit Nostalgie ist. Und es gibt wirklich Tage, wo ich immer mal wieder sage, jetzt will ich einen richtigen Schrottfilm gucken und den möchte ich jetzt zerreißen und weiter analysieren, was da dran wirklich Mist ist. Und Teil 5 schlägt wirklich alle Rekorde, was Langeweile und zehn Erzählfluss angeht. Ja, wirklich, Leute. Unglaublich. Und am Ende ist es so, ich meine, was hat man nicht alles versucht in Teil 1? Ich meine, die Maske, wie sieht der eigentlich aus? Wie eine Frau sieht Michael Myers da aus? Tatsächlich hat man ihn versucht zu erschießen. Man hat versucht, ihn in die Luft zu sprengen. Man hat versucht, ihn wieder zu erschießen. Und dann ist er in so eine Mine reingefallen. Hier versucht man es ganz anders. Ja, Dr. Loomis klopft mit so einer riesigen Stange immer wieder auf ihn ein und sagt: Stirb, stirb, Michael, stirb endlich. Das wird viel bringen, wenn man bedenkt, was vorher alles schiefgelaufen ist. Er wird dann eingesperrt tatsächlich. Und am Ende hören wir eine Explosion und die Zelle ist leer und irgendjemand hat ihn gerettet. Rausgerettet aus dem Knast. Und das Ganze wird dann kurz angerissen. Ich meine, ganz ehrlich, was hätte aus dem Film werden können, hätte man die Geschichte von Jamie weitererzählt? Hätte man von Jamie hier die Nichte von ihm weitererzählt? Ja, die hat ja nun mit der Schere irgendwie am Ende von Teil 4 auf ihre Mutter eingestochen. Daraus hätte man doch irgendwie was stricken können. Was Spannendes, dass die das irgendwie weiterführt. Aus welchem Grund auch immer. Und das wird dann analysiert irgendwie. Ja, in diesem Film ist sie unglaublich nervig. Also da, wo ich eben noch sagte, in Teil 4, Danielle Harris ist wirklich super, ist sie hier einfach nur nervig. Weil sie auch immer nur so redet. Gurke, Halloween 5, die Rache. Das ist Michael Myers. Und dann kam Teil 6, tatsächlich. Der Fluch des Michael Myers. Ich hatte immer gehofft, es ist der Flug des Michael Myers, dass der jetzt endlich abfliegt. Und hier versucht man jetzt tatsächlich zu erklären, warum er nie getötet werden kann. Weil er angeblich mit einem Fluch belegt wurde, und zwar dem Fluch von Thorn. Jetzt kommt hier so eine Sekte mit rein in diesen Film. Teil 6, wobei der mich tatsächlich einen Ticken besser unterhält als Teil 5, aber absoluter Schwachsinn ist von der Handlung her. Also, wo Michael Myers tatsächlich in Teil 1 noch ein Mensch war, mit dem zwar irgendwas nicht stimmte und der auch sehr mysteriös war und warum ist der jetzt entkommen am Ende, ist das hier nur noch irgendwie so ein Käse da mit diesem Fluch und belegt und es muss ein Opfer gebracht werden und bla 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 und ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Und damit ist eigentlich die Zeitlinie um Michael Myers beendet gewesen. Ja, aber die Kuh hat immer noch solche Euter. Man kann sie immer noch ordentlich melken. Was hat man sich dann gedacht? Man hat dann gesagt, wir bauen die Serie weiter aus mit Halloween Age 20. Age 20 hieß das Ding. Ja, zum 20-jährigen Jubiläum des Films, 98 oder so in die Kinos gekommen. Wieder mit Jamie Lee Curtis. Also Laurie Strode lebt wieder. Ja, wie geht das denn? Ja. Der Film spielt nach Teil 2 und lässt Teil 4, 5 und 6 außer Acht. Die gibt es in der Zeitlinie nicht.
Wir wurden einfach hier. Ja. Da war wahrscheinlich Freddy Krüger oder Jason und haben da hier Machete geschwungen oder die Handschuhe und haben die Filme einfach ausradiert. Und da hat man jetzt gesagt, wir holen Laurie Strode wieder und einen äußerst agilen Michael Myers, wo auch nie von erwähnt wird oder erklärt wird, wo der hin verschwunden ist nach Teil 2. Tatsächlich ist es so, der soll nach Teil 2 spielen, nicht nach Teil 1. Nach Teil 2, wo er komplett verbrannt ist. Warum? Laurie Strode ist Lehrerin, glaube ich, irgendwie. Ich habe den Film Urzeit nicht mehr gesehen. Sie hat einen Sohn. Und dann ist Michael Myers auf einmal wieder da und der ist sportlicher als so mancher Zehnkämpfer bei der Olympiade. Wie der da die Stühle umreißt und Tische und hat da so eine komische Maske, ist die nicht teilweise sogar CGI animiert, habe ich gelesen. Oh Gott, wie schlimm. Und das Ganze ist so spannend wie ein Teekränzchen von drei 95-jährigen Damen, die gerade Bingo spielen. Überhaupt nicht. Viele heben diesen Film immer so hervor. H20, was für ein toller Halloween-Film. Was? Leute, bis da endlich mal was passiert, vergeht eine Dreiviertelstunde. Das ist die Hälfte vom Film. Was befähige ich denn die Leute immer zu sagen, das ist dann ein guter Film? Was ist denn daran gut? Das Ganze spielt ewig nur in dieser Schule da? Es ist eine Verfolgung wie im Krankenhaus in Teil 2? Verstehe ich nicht. Und dann ist es halt am Ende so, dass Laurie Strode mit ihm wegfährt. Er klebt dann irgendwie auf ihrem Wagen oder so. Und dann fahren sie einen Abhang runter und dann klebt er so am Baum. Und Laurie Strode köpft ihn dann irgendwie und das war's. Dann ist er tot. Nein, Michael Myers ist noch lange nicht tot, weil man dann ja noch Halloween Resurrection drehte. Und das ist dann so ein Big Brother für Arme, weil das ja damals der neueste Shit war, sozusagen. Ja? Und das spielt dann in dem Myers-Haus, wo er dann auch wieder vor sich hinmetzelt. Ja, wie kann denn das sein? Er wurde doch irgendwie geköpft. Ja, es wurde er nicht, weil das angeblich ein Pfleger war aus dem Krankenhaus. Den hat Michael Myers wohl umverkleidet und ihm die Stimmbänder irgendwie durchtrennt oder so, damit er nichts sagen kann. Nun frage ich mich natürlich, warum, wenn das ein Pfleger war, warum der am Ende von H20 Laurie Strode mit einem Messer bekämpft auf dem Auto. Was hat der denn gegen Laurie Strode? Hat die irgendwelche, weiß ich auch nicht, Berichte vom Arzt gefälscht und das fand er nicht gut? Oder hat sie die Bettpfanne zu früh entledigt und geleert? Hat sie irgendwelche, weiß ich auch nicht, Röntgenbilder gefälscht? Warum bekämpft er sie? Wird nicht näher drauf eingegangen. Wieder so ein bescheuerter Drehbucheinfall. Also bei einigen Filmen, die so fantastisch angehaucht sind, da verzeihe ich das noch. Aber bei Halloween kann ich das nicht verzeihen, weil das doch im Großen und Ganzen den Anspruch hat, relativ realistisch zu sein. Und den Zuschauer so viel blöd zu verkaufen, das finde ich schon sehr beleidigend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, nach Resurrection war Schluss. Und dann kam jemand namens Rob Zombie, bezeichnender Name, auf die Idee, ich mache ein Reboot. Und auch dieser Halloween-Film wird unglaublich gehypt. Ja, und Michael Myers wird jetzt endlich mal menschlicher dargestellt und bla 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 bla. Und so ein bisschen von seiner Kindheit wird gezeigt. Und, ehrlich, wollten wir das sehen? Ja, viele wollten es sehen. Viele sind hingerannt und wurden dann mit dem zweiten Teil von Rob Zombie unglaublich enttäuscht, weil der so hanebüchen war. Laurie Strode ist unglaublich ätzend. Genauso wie Loomis. Unfassbar, unfassbar schlechte Filme. Und dann kam man tatsächlich auf die Idee, 2018 zu sagen, wir machen jetzt eine, jetzt muss ich mal eben zählen, eine, zwei, drei, die vierte Zeitlinie auf, wenn man die Rob-Zombie-Filme mitzählt. Die vierte Zeitlinie bei Halloween. Und jeder, der kein Halloween-Fan ist oder sich damit nie auseinandergesetzt hat, der wird es auch nicht werden. Ja, weil so viel Schwachsinn sich einfallen zu lassen zu einem Film-Franchise, das geht über mein Fassungsvermögen. Das fiel er nicht. Und 2018 war es dann so, dass Michael Myers zurückkam und man jetzt alles außer Acht ließ, nur Teil 1 nicht. Und Laurie Strode ist wieder dabei. Die hat jetzt allerdings keinen Sohn mehr, sondern eine Tochter. Weil wir brauchen natürlich Frauenpower 2018, ihr wisst. Ne? Frauenpower pur, starke Frauen halt so. Deswegen hat sie jetzt eine Tochter. Ja, wie kann das sein? Ja, es ist ja nicht dieselbe Laurie Strode wie in Age 20. Es ist eine ganz andere Zeitlinie, ganz anderes Universum. Da war wohl Marty McFly mit seiner Zeitmaschine. Wir sind jetzt in einer ganz anderen, einem ganz anderen Paralleluniversum wieder und hier spielt es jetzt nach Teil 1 weiter und da wurde Michael Myers wohl nach Teil 1 gefasst und sitzt jetzt seit Jahren ein und kann dann fliehen und es kommt zum unausweichlichen Kampf mit Laurie Strode. Oh Mann, Leute.
Und da gab es dann auch noch einen Halloween Kills, der unglaublich gehypt wurde, gelobt, weil der hat ja geile Kills. Das erwarte ich mir tatsächlich von einem Film, der heißt Halloween Kills. Und dann gab es ja noch einen äußerst enttäuschenden Halloween Ends. Mal sehen, wie es weitergeht, denn die Kuh ist schon wieder dabei, einen fetten Euter zu kriegen, der dringend gemolken werden muss. Und das ist praktisch das, was ich von Halloween halte. Also für mich eine der verwurstetsten, schlechtesten, langweiligsten, zähesten, unkreativsten und bescheuertsten Franchises, die es gibt. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Teil 1 bis 6 habe ich tatsächlich in der Sammlung, weil das auch Erinnerungen an meine Kindheit sind. Teil 1 halte ich für einen ganz großen Gruselfilm, gut inszeniert mit Wind, Schatten, Licht, Schatten, Wind, Geräuschen, dem Soundtrack natürlich von John Carpenter. Dann geht es eigentlich nur noch bergab irgendwie und das ist eine Zeitlinie, die irgendwie mit Teil 6 beendet wird. Ich gucke mir den Schmarren am Ende dann von Teil 4 bis 6 immer noch mal wieder gerne an, um herzhaft zu lachen, wirklich, wo ich da wirklich darüber lache, dass Leute wirklich in der Lage sind, solche Drehbücher zu schreiben und andere Leute sagen, das sind gute Filme. Und ich dann da immer sitze, was mache ich falsch? Was habe ich einen falschen Knopf an meinem Fernseher angemacht, dass da jetzt was anderes läuft, als das, was die anderen Millionen von Menschen gesehen haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist einfach so und es wird bestimmt weitergehen bei Halloween und ich weiß, es gibt ultra viele Halloween-Fans da draußen. Prost, ihr Arm. Aber es gibt noch ein Franchise, was ich noch viel gruseliger finde. Und das stelle ich euch jetzt auch vor. Es hatte auf meinem Kanal noch nie Platz. Aber ich mache es. Einmal habe ich mich durch alle Filme durchgequält. Und ich muss sagen, was für ein Scheiß. Tut mir leid, mir fällt nichts anderes dazu ein. Das, umso schlimmer ist es, dass das in wirklich tollen Editionen hier in meiner Sammlung steht. Aber im Grunde ist das eine schmalztriefende Herzschmerzgeschichte für Teenager, verpackt in Vampire. Ja, es geht um Twilight. Yeah. Also, wenn ihr Sashi wirklich zum Gruseln bringen wollt, zum sich fürchten und so, dass er das Gefühl hat, mir stellen sich alle Haare im Nacken auf vor Angst, dann zeigt mir Twilight. Wirklich, Leute, Twilight. Wie heißt das Ding? Bis zum Morgengrauen, 2-Disc-Fan-Edition. Mit Kristen Stewart und, wie heißt der Schönling hier, Robert Pattinson? Das ist also ganz ehrlich, es kann ja durchaus sein, dass die Bücher was waren. Aber das auf die große Leinwand zu bringen, einen jugendlichen Vampir, eine depressive Teenagerin, die nicht lächeln kann, niemals in einem tristen Ort, wo so gut wie nie die Sonne scheint, weil nur da halten sich ja Vampire auf. Und die beiden verlieben sich jetzt ineinander und er zeigt ihr dann auch irgendwann, dass er ein Vampir ist. Und zwar, indem er ganz schnell laufen kann mit ihr Huckepack, also ähnlich wie Luke mit Yoda in Das Imperium schlägt zurück. Zusätzlich läuft er noch einen Baum mit ihr hoch und zieht sich dann halb aus und funkelt Gold im Sonnenlicht. Was will man mehr als Mann, Frau, divers? Ja, es gibt alles. Also es ist wirklich eine Serie, die unglaublich bescheuert ist. Wirklich, es passiert nichts. Vampire, die funkeln, bitte. Die funkeln Gold? Wie Zucker-Süß-Romantik-Krams-Gedöns ist das eigentlich? Ne? Das ist natürlich, ich bin die falsche Zielgruppe. Es sollten ja kleine Teenie-Mädchen angesprochen werden und das ist ja wahrscheinlich auch passiert. Und dann sieh hier, meine Fresse, was für ein unsympathischer Charakter. Meine Fresse, was hab ich mich durch diese Filme gequält. Und es sind so tolle Editionen. Ja, guckt euch das mal an. Allein schon, wie ihr guckt. Meine Fresse nochmal. Als hätte der 10 Nächte durchgemacht, der Junge. Ja, dann kannst du das aufklappen hier irgendwie. Da kommen schon die ersten Discs raus. Die können es auch nicht mehr aushalten mit ihm und ihr zusammen in einer Box hier. Guckt euch das an. Guckt euch das an hier. Gleich fangen die noch Feuer hier über meinem Kürbis. Der erste Teil und es gibt ungeschlagene. Was? 1, 2, 3, 4, 5 Teile? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ach ja, der letzte wurde ja aufgeteilt in 2, weil man die Kuh ja melken muss. Zweite Teil, wo ich wirklich nach Teil 1 dachte, es geht nicht mehr schlimmer, es geht nicht mehr langweiliger, es geht nicht mehr bescheuerter. Die Charaktere können mir nicht noch unsympathischer werden. Es geht.
mit dem zweiten, nämlich Twilight, New Moon, bis zur Mittagsstunde. Da taucht dann dieser Werwolf noch mit auf. Ultra schlechtes CGI, das sieht eher aus wie so ein Stofftier, was man sich ins Bett stellt und am Computer erstellt hat, aber nicht wie ein organisches Wesen. Wirklich schlecht. Und der Film ist tatsächlich noch langweiliger. Ich hätte es tatsächlich nicht gedacht, dass der Teil noch langweiliger ist. Aber auch hier muss ich wieder sagen, wenn ich so eine Edition zu jedem James-Bond-Film hätte, ne? Ich würde ihn fest feiern, wirklich. Ich würde ihn fest feiern. Bei jedem ist so ein kleines Booklet bei, super aufgemacht in diesen Pappschubern. Ganz, ganz klasse. Aber die Filme, so seicht, so doof. Das ist gruselig. Passt zu Halloween. Einfach ganz schlimm. Vor allen Dingen die Darsteller, die Hauptdarsteller. Wenn er dann immer so guckt. So guckt er immer. Dauergeiler Vampir irgendwie. Und sie dann auch immer nur. Mach mich zu einem von deinen. Mach mich zu einem von deinen. Das fleht sie förmlich. Sie will auch eine Vampirin werden, weil sie in der Realität nichts gebacken kriegt, ja? Ganz schlimm. So, es geht natürlich weiter mit Teil 3. Eclipse bis zum Abendrot. Auch schön aufgemacht. Bella zwischen zwei Männern. Und zwar einem Vampir und einem Werwolf. Ja. In dieser ultra geilen Fan Edition. Ich kann es nur immer wieder sagen. Es kommen dann auch noch ein paar Familienmitglieder dazu. Und ich kann nur sagen, keine dieser Minuten hat mich gut unterhalten. Dieser gesamten Film. Nichts. Also tatsächlich, das ist für mich das schlimmste Halloween-Fest, wenn ich davon einen Film gucken muss. Von den Twilight-Filmen. Und dann wurde ja das nächste Buch in zwei Filme aufgeteilt. Twilight, Breaking Dawn bis zum Ende der Nacht, Teil 1. Wieder so geil. Tatsächlich ist es danach, das kommt gleich erst irgendwie, die beiden sind dann zusammen auch. Also die depressive Bella hat endlich, was sie will. Sie ist eine Vampirin. Ich meine, wenn schon Vampirin, dann doch stilecht. Auf irgendeinem Schloss in den Karpaten. Es ist kalt, es ist eklig. Du hast ein Feuerchen an, liest einen Roman, weil du irgendwie unsterblich bist. Aber doch nicht so ein Mist hier. An der Highschool und dann der Kampf zwischen Bella, die sich immer nicht entscheiden kann, zwischen dem Vampir und dem Wolf. Und was ich auch wirklich für Aggressionen gekriegt habe bei dieser Hauptfigur, Bella. Kristen Stewart. Boah, ging gar nicht. Persönliche Abneigung. Ich hatte nicht nur mentalen Breakdown, sondern ich hatte auch einen physischen, körperlichen Breakdown bei diesem Film. Den nennt man Müdigkeit ohne Ende. Schön aufgemacht. Da seht ihr übrigens so einen Plüschwolf hier. Ich weiß nicht, ob das aus dem Film ist oder ob das aus dem Film Grizzly geklaut ist oder gefotoshoppt. Ja, und dann gibt es noch den letzten Film in dieser äußerst für mich gruseligen Saga. Wie gesagt, ich bin halt nicht Zielgruppe. Aber auch diese Filme waren unglaublich erfolgreich. Und da in dem Teil haben sie dann ein Kind. Ein Vampirkind. Da ist es. Dieser Mond da unten. Dieses Mondgesicht. Und die heißt Renesmee. Was? An Belanglosigkeit ist diese Serie, diese Franchise nicht zu übertreffen. Ich kann es nur sagen. Absolut austauschbar. Blubbert vor sich hin wie Rosamunde Pilcher. Mit Eierlikör dabei. Es passiert niemals etwas Großartiges. Und auch wenn hier hinten drauf solche energischen Bilder sind oder hier so, als wenn das so andeutet, so eine Schlacht wie bei Herr der Ringe oder so. Da passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Man denkt dann, jetzt kommt irgendwas, ein Kampf zwischen Vampiren, eine riesige Schlacht oder so. Nichts. Alles wird im Keim erstickt. Leute, wie gesagt, wenn ihr mir ein schlechtes Halloween-Fest bereiten wollt, zeigt mir einen, wie heißt das, Twilight-Film. Also, nicht zu verwechseln mit der Twilight-Story, die es früher gab, diese geile Fernsehserie,
Ja, Twilight Story. Die war geil, wie man so unerklärliche Dinge gezeigt hat. Schreibt mir mal unten rein, was ihr von Twilight haltet, Leute. Ich wollte euch das nur mal zeigen, weil das für mich halt gruselig ist am Halloween-Tag, ja. Dieser Kaffee mit Kürbisaroma ist alle. Und das war die große Kaffee mit Sashi-Show zum Fest Halloween 2023. Wir haben Zuschauerpost geöffnet. Ich habe euch gezeigt, was ich in Bremen gekauft habe in meinem geliebten Second-Hand-Laden. Ich bin mit euch einmal die Halloween-Serie durchgegangen. Ihr wisst jetzt, was ich davon halte, wer es noch nicht vorher wusste. Und ich bin auch mit euch die Serie durchgegangen, die noch viel schlimmer für mich ist als jeder Halloween-Film, nämlich Twilight. 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 Ich will nicht. Bitte nie wieder. Wie kann man sowas? Ich meine, das ist doch was für ein Fernsehfilm. Sowas kannst du doch nicht ins Kino bringen. Doch, kann man, haben wir gesehen. Leute, ich wünsche euch, solltet ihr das hier morgens schauen an Halloween, noch einen schönen Halloween-Tag, falls ihr heute Abend irgendwie eine Feier habt. Viel Spaß dabei, falls ihr Kinder habt, geht mit denen raus, wenn sie Bock drauf haben. Wenn nicht, zwingt sie bitte nicht dazu. Sie müssen es nicht machen. Bleibt gesund, Leute. Trinkt noch ein bisschen was und schaut Filme.